Volksanwalt Fichtenbauer, bitte, Herr Volksanwalt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geschätzten Kollegen. Ich darf mir ersparen, im Detail auf das Ziffernwerk, das budgetmäßig zugrunde liegt, einzugehen, sondern auf die sehr wertvollen Ausführungen der Frau Abgeordneten Schimanek und auch des Abgeordneten Einwallner Bezug nehmen und darf in Erinnerung rufen, dass die Volksanwaltschaft ebenso wie der Rechnungshof ein Hilfsorgan des Nationalrats ist. Die Volksanwaltschaft ist zuständig für die Prüfung von allfälligen Missständen der Verwaltung und für die Erfüllung des Obkanzmandates und für die Renten, Heimopferrentenangelegenheiten, die der Nationalrat voriges Jahr beschlossen hat, wertvollerweise beschlossen hat. Im Zusammenhang mit der gesamten Budgetgeografie darf ich wiederholen, dass wir also das kleinste oberste Organ sind. Nichtsdestotrotz kann wohl kein Makel an der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben bei der Volksanwaltschaft gefunden werden. Ganz im Gegenteil, wir dürfen mit einigermaßen Stolz, dass wir auch im Hinblick auf die bei uns beschäftigten Beamten zum Ausdruck bringen dürfen, eine sehr breite parlamentarische und öffentliche Akzeptanz zum Ausdruck bringen. Weil wir das prüfende Hilfsorgan des Nationalrates sind, füge ich das, was ich schon öfter im Hohen Haus tun durfte, dass eine Prüflücke besteht und neuerlich aufgerufen wird, die Prüflücke zu schließen. Was meine ich? Wir haben ca. 150 ausgegliederte Rechtsträger von großen bis kleinen, ASFINAG, ÖBB etc. etc., bei denen der Bund zu 50% beteiligt ist. Für die ausgegliederten Rechtsträger, der Rechtsträger ist wertvollerweise der Rechnungshof prüfzuständig, nicht aber die Volksanwaltschaft. Ich darf dieses Hohe Haus neuerlich auf diesen, wenn ich so beschreiben darf, Defekt hinweisen. Und vielleicht geht es sich noch aus, im Zuge dieser Gesetzesperiode, Gesetzgebungsperiode, die Prüflücke zu schließen. Es handelt sich um den Vorteil, den das Hohe Haus gewinnen dürfte. Danke vielmals. Die Volksanwaltschaft sei zwar das kleinste oberste Organ, habe aber eine sehr breite parlamentarische und öffentliche Akzeptanz, so Volksanwalt Peter Fichtenbauer.